Hallo, ich bin Svenja, ich bin die Leiterin der Tierparkschule und heute ist Aaron hier bei uns im Tierpark. Hallo Svenja. Hallo. Was machen wir Schönes? Du wirst heute Tierpfleger für einen Tag sein bei uns im Tierpark. Wenn ich es gut mache, können wir einen Löwen verlosen? Nee, machen wir nicht. Panda-Bär? Wir schauen mal. Wer ist der beste Praktikant? Hey Aaron! Ich finde, ich sehe gut aus. Ja, ich finde auch, steht dir gut. Ich könnte sofort so einen Bären packen und wieder ins Gehege. Das machen wir gleich. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt erstmal unser Fortbewegungsmittel im Tierpark. Ja, wir sind alle super sportlich am strammen Oberschenkel. Wir fahren jetzt erstmal zu Hertha. Du lernst jetzt erstmal die Tiere ein bisschen kennen. Ja. Und dann geht's weiter hinter die Kulissen. Und wie kommt, muss Timo hinterher rennen? Ja. Timo, musst du hinterher rennen? Ich will wieder Kind sein. Wandertag hier. Ja, ist gut, ne? Auch die Bäume. Guck mal, Timo, so groß ist ein Eisbär und so groß bin ich. Ich bin übrigens laut Musterung 1,88 und laut Waage 95. So, da ist die Hertha. Genau, die. Das hintere ist Hertha. Ja. Und vorne dran, das ist Tonja, das ist die Mama. Genau. Sind diese Gitternetze hier, falls ein Kind von einer Kita nicht hört, dass du der Erzieher so wah, und genau. Schnuller, Jacken, Mützen, wirklich? Alles fliegt hier rein. Wie oft kommt so ein auf und sagt, mein iPhone liegt im Eisbärengehege, ich brauche mal Hilfe. Wir haben im Affenhaus so eine Sammelbox für Smartphones. Wirklich? Und da kann man die dann reinmachen. Also es passiert nicht oft, aber ja, es ist ein Sprungschutz und theoretisch, ein Eisbär ist ja recht groß, damit der auch nicht versucht, dann da hochzuklettern, was eigentlich nicht passieren kann, aber ja. Wir gehen jetzt wieder aufs Rad und wir fahren jetzt zu einem der bekanntesten Häuser hier im Tierpark, das ist das Alfred-Brehm-Haus. Ja. Da sind Tiger, Bären. Ja, da müffelt es immer ein bisschen. Ja, und da arbeitest du heute. Cool. Gut, aber aufs Rad. Der Hahn sieht aber schon wild aus. Ja, der hat eine Schlaghose. Ich finde, Hühner wirken immer arrogant. Finde ich auch. So wie die laufen, so, ich will was Besseres. Wie oft passiert es, dass so einer kommt, du Svenja, der Koala ist weg. Ist es so wie bei Madagaskar, selten, dass die sich auch nachts besuchen? Das weiß ich nicht. Ich könnte es mir vorstellen, manchmal, wenn man hier morgens so ankommt und die so ein bisschen verschallert aussehen, dass die eine wilde Nacht hatten. Aber dass der hier rüberspringt, passiert nicht. Und das ist ein roter Panda-Bär. Genau. Ich hätte den eher roter Waschbär. Hallo! Gewöhnt man sich daran, dass auf einmal erwachsene Leute reden wie kleine Kinder? Ja. Und kleine Kinder sind? Ja. Der hat kurz den Baumstamm gerammelt. Wie viel habt ihr von denen? Zwei Stück sind hier drin. Und wie heißen die? Urs heißt der Kleine. Warum Urs? Wegen des Fußballtrainers. Die sind nämlich Pate hier, Union. Ach so. Genau, und Urs Fischer war auch da und hat ihn dann auch getauft. Wie tauft man ein Tier? Nimmt er den so im Arm und tröpfelt Wasser drüber? Nee, man fühlt sich großartig und tauft dann das Tier mit. Okay. Und das ist der Urs und der andere, den könnten wir Max nennen, weil der schon wieder in der Umkleide ist und es ist einfach schon wieder Zeit für eine Auswechslung. Ja, das können wir machen. Genau, und das ist halt das Schwierige als Tierpfleger, was du gleich merken wirst, weil diese ganzen Löcher und so, das muss ja alles auch sauber gemacht werden. Und da kacken die ja auch rein. Und das muss man dann auch sauber. Muss ich halt so einen riesen Tigerhaufen wegmachen? Es kann sein. Das Tolle ist, hier im Tierpark kann man auch sagen, guck mal, ein fetter Esel, man weiß nicht, ob ich den Mann da meine oder den Esel. Genau so ist das. Guck mal, ein fetter Esel. Aaron, wir sind am Alfred-Brehm-Haus angekommen. Ich gebe dich jetzt ab. Kenn ich. An meinen Kollegen Mario. Mario, moin. Hallihallo, herzlich willkommen. Mario ist hier der Chef. Ach, das ist dein Haus. Ich freue mich so drauf, ich war da als Kind so oft drin und erst wenn man das erste Mal drin einatmet, weiß man, man ist im Tierpark. Also natürlich weiß ich, dass Alfred Brehm von 1827 bis 1884 gelebt hat. Und wo? In Bremen. Wir haben überall Bildungsstationen. Also das gab es alles früher nicht. Wenn wir sieben wären, könnten wir schön die Welt entdecken, kannst dann mal ein bisschen rumdrücken und was lernen. Da ist ein Burger, Pommes. Ja, ich habe selber noch viel gelernt. Ein erschreckendes Beispiel, wie viel Erdöl in allen Sachen drin ist. Ah, ja. Okay. Dann kannst du mal ein bisschen rumscannen. Da ist ein Klopfer. Probier doch mal Shampoo. Shampoo, wo ist denn Shampoo? Weiß ich nicht, irgendeine Plastikflasche oder Weichspüler. Hier in der Creme. Wasser, Erdöl, Palme, überall. Also nicht immer 1 cm Creme raufmachen?
sondern reicht auch Millimeter. Ich bin geschockt beim Klopapier. Ich frage mich, hättet ihr mal so leer stellen, könnte man ja mit der JVA Tegel reden. Hier ist übrigens ein Nashorn und hier ist ein Abu-Chaka. Oh, da sieht man ein Huhn, was nicht mehr lebt. Und dahinter ist... Nein! Aber warum ist der Tiger jetzt nicht das Hühnchen? Ja, um ehrlich zu sein, hatte die gestern eine Eisbombe. Und die war ziemlich üppig und jetzt hat sie einfach noch keinen Appetit. Ja. Also wir versuchen die Tiere natürlich auch immer nicht nur satt zu füttern und rumliegen zu haben, obwohl es bei einer Raubkatze, wenn die nicht jagt, auch normal sein kann. Nicht jede Art, aber es gibt Arten, die neigen dazu. Der Tiger nicht unbedingt, aber die macht es gerade. Ja, und um Tiere zu beschäftigen, ist natürlich überall der Trend, die Nahrungsaufnahme ein bisschen knifflig zu machen. Aha, okay. Und da kann man auch eine Eisbombe machen oder was verstecken. Machen wir nachher auch noch für die Bären. Ja, ihr habt es ja sehr knifflig gemacht mit dem Huhn verstecken von dem Tier. Also, das ist der Innscope und das ist der Rund. Ich finde diese ganzen neuen Glasscheiben, ich war ja doch länger nicht hier, bombastisch gut. Komm, das wir gehen mal rum. Hier ist ja ein richtig neues Erlebnis. Guck mal, hier sind auch ganz viele Vögel. Ja, hier sind auch ein paar Piepmätze drin, Tatsache. Aber die sind halt auch, wenn so Licht dahinterher läuft. Man muss mal gucken, es ist ja ein gesünderer Teller, als ich einmal im Jahr esse. Ja. Läufst du jetzt hier einmal am Tag so rum und sagst, ja, das ist gut, alle vier Krokodile sind da. Ganz genau, den Rest des Tages spiele ich oben solitär. Nee, man ist Tatsache so eine Mischung aus ganz normaler Tierpfleger, Mädchen für alles. Mitentscheider, Futterbesteller. Wo bestellt man denn Tierfutter? Was ist denn der Tiger da so? Ja, die Tiger kriegen natürlich Fleisch in der Hauptsache. Ja, aber geht man da auf Fleisch 24? Ich hätte gern 5 Tonnen. Der Tierpark ist natürlich, der Tierpark ist so groß, dass er auch eine kleine Abteilung für Futterbeschaffung hat und eine Futterküche hat, wo Futter schon vorbereitet wird teilweise für die Tiere. Das ist im Moment am schwersten zu sehende Tier, ist dieser Kanschel. Das ist auch das einzige Säugetier in der Halle. Lebt sehr versteckt hier unterm Laub. Wie oft macht ihr denn so eine Inventur? Nennt man das Inventur? Ja, also wir wollen natürlich möglichst oft alle Tiere sehen. Zum Beispiel in der Halle hier ist es aber wahnsinnig schwer. Das heißt, wir haben einfach einen DIN A4-Ausdruck, eine Excel-Tabelle, wo die Tierart drin steht und dann schreiben wir jeden Tag auf, was haben wir denn heute wirklich gesehen. Sodass wir über Monate einen Überblick kriegen. Also wenn uns jetzt 2 Vögel monatelang fehlen, dann spätestens dann fangen wir an, uns richtig Sorgen zu machen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt sozusagen im Backup-Bereich der Brillenpinguine. Haben die eine Brille auf? Richtig, Harry Potter, werden wir gleich sehen. Ja. Okay. Manche haben auch eine Narbe auf der Stirn. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Fische vorbereiten, weil die Tiere nämlich einmal am Tag so eine Vitamin- und Salztablette kriegen. Die nennt sich Fisch-Eater-Tablets. Fressen die natürlich nicht so und deswegen... Was passiert, wenn ich das esse? Habe ich noch nie ausprobiert, aber ich habe schon Katzenfutter gekostet und alles Mögliche, aber von denen habe ich noch nicht gekostet. Ich hasse ja Fisch. Ich kann nicht mal Fisch abmachen von der Angel. Habe ich gesagt, ich auch? Ja, habe ich nicht gesagt, oder? Nein. Ja, Fisch ist schon speziell, riecht doch immer ein bisschen. Jetzt müssen wir einfach gucken, ob man, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wenn du machst die Tablette so tief ins Maul rein, dass du sicher bist, dass sie nicht mehr rausflutscht. Okay. Noch besser geht es aber wo, wenn man die so hinter die Kiemen macht. Dann machen wir jetzt einfach, bis unsere Tabletten alle sind. Ach, guck mal, natürlich, ihr habt ja auch einen Tierarzt. Wie viele Tierärzte arbeiten hier? Also wir haben zwei... festangestellte Tierärzte. Die sind einfach 24-7 da. Die teilen sich rein, genau wie die Tierpfleger sich ja auch reinteilen. Okay, und wenn der Bär Schnupfen hat, dann sind sie am Start. Richtig. Boah, es riecht schon doll nach Fisch. Das erinnert mich so ein bisschen an den letzten Dreh mit Dagi Bee. Also mir wurde gerade gesagt, Aaron, A, wegen Hygiene auch dem Tier gegenüber, immer Handschuhe, aber wir haben verschiedene. Wir haben einmal die, aber die Tiere können auch hacken und da wäre das ein bisschen einfach. Ich mag meine Finger. Ja, ich will nicht so 5 Bier. Kannst du mir mal alle vorstellen? Wer ist das? Das ist auf jeden Fall die Emma. Nein, kann ich natürlich nicht. Hättest du es durchgezogen, hätte ich sie geglaubt. Ich weiß. Also es gibt tatsächlich Kollegen, die können die Pinguine. Können wir nicht einen Aaron nennen? Und, guck mal, der so grimmig guckt. Können wir uns für nächstes Jahr einen aufheben? Endlich mal Leute, die mir zuhören. Das habe ich auf Arbeit mit Angestellten nie. Guck mal hier. Hast du Angestellte? Ja, leider. Oh. Und wie stellen die sich an? So wie die da, die prügeln sich um Fisch. Und siehst du einen Unterschied? Ja, der ist weiß und der ist nicht. Die gucken ein bisschen grimmig, die Sorte. Ist ja so ein Jungtier von diesem Jahr, ach die beiden. Ach du, du bist ein Baby. Und die, da kenne ich das Baby mehr, aber ja. Wenn die Babys sind, sind die echt super flauschig. Ist man als Frau beliebter bei... Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Pinguine eine Schwäche für Frauen hat. Mann, Leute, ich gebe euch doch nur Essen. Ich kann aber nicht sagen, ob das irgendwie historisch gewachsen ist, weil früher sehr viel Kommt für euch da hinten. So, hi, guck mal, du. Au! Du Arsch!
Die sind nur bestechlich, der geht nur mit Essen. Hier? Und am besten dafür, dass du immer so und die Kopf nach vorne. Ach so, du hast ja wirklich einen harten Job. Ich habe schön, ja, ich weiß. Dass du nicht Burnout hast. Also jeder, der das mal machen will, wir machen auch Lieblingstierbesuche bei den Pinguinen. Das kann man einfach über die Tierpark-Webseite buchen. Dann komme ich hier mit dir rein und kann die füttern. Ganz genau. Die zittern dann so. Ja, das hat mir auch schon aufgefallen, aber es kann nicht die Temperatur sein, weil es sind Pinguine. Wir sind jetzt hier im Bärengehege. Ich kann aber sagen, kein Bär hier. Guck mal, Timo. Oh. Ja, ganz genau. Eigentlich wollte ich es nicht erklären. Bärenkacke wegmachen. Ja, weil es ein ganz normaler Teil unserer Arbeit ist. Und weil du denkst, wenn du heute schon Praktikanten... Der hatte Paprika, würde ich sagen. Oh, oh, hier ist ein Riesenhaufen. Richtig schön schmieriger, wenn du Glück hast. Kaki, kaki. Ups. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Das muss halt auch jeder wissen. Ich nehme dann aber auch so ein bisschen Kackerstrom mit, oder? Du bist sehr anständiger. Das Folgepuller, dann machen wir natürlich auch mal mit. Ja. Ja. Du weißt, es gibt aber so Startups, ja, da kannst du, wenn du jemanden hast, den Scheiße schicken. Das heißt, man könnte hier die abpacken. Das habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube sogar auch Elefantenkacker. Ja, das ist ein richtiger Name. Ich hab genug auf meiner Liste. Wo kommen die eigentlich her? Ja, wahrscheinlich von irgendeinem Flieger, der sich nebenbei was verdient. Von hier nicht? Das ist so eine kleine Baumscheibe, da haben wir Löcher reingemacht. Von denen gibt es jetzt hier in unterschiedlichen Größen. Was kommt da rein? Snickers? Snickers könnte man auch machen, würden wir jetzt übelst drauf stehen, aber kriegen sie natürlich nicht. Mehlwürmer, kleingeschnittenes Obst und Gemüse. Also alles, was Dschungelcamp-Teilnehmer mögen. Alles, was lecker ist für die Bären, kommt da rein. Honig kann man rüberschmieren, da fahren die übelst drauf ab. Ist es? Ich dachte, das wäre ein Mythos. Nee, die Malaienbären, die mögen es wirklich sehr. Also aber sehr gute Bären. Trauben. Meine ich ja. Das ist ja im Prinzip kein Hexenwerk. Machen wir einfach so Joker-Hotel. Überall mal eine Rosine rein. Überall mal ein paar. Ja, du kannst ja einfach bedienen, mitmachen. Ja. Lecker Rosinen. Ja, lass dich schmecken. Aaron, du bist aber dick geworden. Arbeitest du jetzt bei McDonald's? Nein, ich arbeite im Tierpark. Ist das eine Süßkartoffel? Ja. Boah, voll der Koch. Die rennen ja jetzt nicht, sonst nicht schnell. Na, komm doch mal her. Der große Wurm will Stress. Ja, der ist schon ein bisschen. Jetzt könnte aber sein, dass der abhaut und Glück hat. Oder findet dann machen wir den aber anders rein. Okay. Boah, das ist aber ordentlich. Machen wir schön breit. Da würde jedes Hotel, wenn du isst, sagen, ey, das ist aber ganz schön viel Honig. Ja. Da rechnen wir beim Frühstück noch 10 Euro drauf. Lassen wir uns ordentlich was kosten hier. Ich würde das hier vorne hinlegen. Ja, probier es, ob was findet. Ja, cool. Schubidu, ich wäre so gern wie du. Gehört es eigentlich zu eurer Regel, dass man auch immer Dschungelbuch-Songs singen muss? Nee. Okay. Oh, halt, damit die Leute nicht mitkriegen, dass kein Bär da ist, muss man so laufen. So. Oh. Du bist aber auch ein Bär. So, ich sehe gerade, der Bär freut sich, der isst. Habe ich gut gemacht. Ui. Halleluja. Ja, guck mal, wie schnell die sind. Die können düsen. Wenn du magst, können wir auch mal reingehen. Du musst aber aufpassen, wenn die laufen, sind die Panzer ja oben. Manchmal machen die spontan einfach so. Und die sind halt schwer und es tut einfach weh. Also. Guck mal, die rammeln. Ja, machen die auch. Das ist der Hannibal. Heißt der wirklich Hannibal? Der heißt Hannibal. Und Hannibal erobert gerade. Mein und Bellas erstes Date zusammengefasst. Aber ich habe doch gehört, die könnten mir den Finger abbeißen, wenn ich zu lange festhalte. Ist aber noch ein bisschen. Willst du Mo rüber? Lass mal schnuffeln. Komm. Hm. Wo ist denn der Kollege, der sich gerade so angestrengt hat? Der muss doch Hunger. Ne? Pass auf, wenn die sich auf einmal fallen lassen, die sind ganz schön schwer. Dicker, nach der Leistung hast du dir das aber vom Herzen verdient. Aaron, wir sind bei den Giraffen angekommen und es wird Zeit für dich wieder aktiv zu werden, denn ich übergebe dich nicht mehr an den Mario, sondern an unsere beste Frau Walter. Hallo Frau Walter, Aaron. Ich bin Claudia. Freut mich. Die Claudia weiß alles über Giraffen und noch viel mehr. Die kannst du jetzt ordentlich ausquetschen, aber ich denke, die wird dir auch auf den Zahn fühlen. Kacke aufsammeln habe ich schon bei den Bären gemacht. Okay. Ist Giraffenkacke größer als Bärenkacke? Ich würde sagen, kleiner. Das ist so verrückt. Als Kind war ich wirklich hier immer mit Papa im Tierpark und jetzt gehe ich Backstage. Dann komm mal. Nein! Jetzt bist du hier im Das ist für mich wirklich gerade so ein Aha-Effekt. Weil Timo, normalerweise stand ich immer da. Da stand der Aaron mit langen Haaren und hat sich die Giraffen angeguckt.
Wir haben natürlich heute schon ein bisschen sauber gemacht, aber wir haben dir was übrig gelassen. Das ist aber sehr nett, vielen Dank. Genau. So, guck mal hier, weil ja die Frage kam, ne? Die Giraffen schlafen. Genau. So schlafen Giraffen? Ja. Habe ich noch nie gesehen. So, so. Jetzt zeige ich dir erstmal von vorne. Guck sie doch mal an. Wozu sind die da eigentlich? Also wofür die direkt da sind, ich würde sagen, damit sie den Boden unter Afrika etwas auflockern. Ich habe total Angst, dass wir bei YouTube Ärger kriegen, weil die denken, wir zeigen hier Pimmels. Die Dicke, das ist unsere Königin. Die Dicke ist die Obermutti? Ja, die ist die Obermutti. Die gibt es ja nur eine Königin. Ach. Und einen Mann, mit der sie, naja, ne? Alle anderen sind hier Angestellte. Und was passiert mit den anderen, wenn die sich mal rummachen? Oder machen die es nicht? Das machen sie nicht, weil die Königin, die unterdrückt seelisch. Wie viele sind denn da so in so einer Gang? Also im Augenblick haben wir ungefähr 48. Ja. Ungefähr um die 50 kann hier in unserer Gang hier leben. Also was ist, wenn die Königin stirbt? Wer wird denn eine neue Königin? Na, dann findet ja kein Mobbing mehr statt. Und die erste, die ihr Eisprung bekommt, wird Königin. Wird Königin. Ja. Wie oft kriegen die so Babys? Alle 80 Tage. Wirklich? Alle 80? Kommen wir, also der Typ sagt, Schatz, wir müssen... Genau, nach 10 Tagen hat die Jungtiere werden geboren, nach 10 Tagen hat sie ihren Eisprung und dann... Schon wieder, wie viel drückt sie so raus? 26. Alles klar. So, das ist jetzt an Katrin. Hallo. Hallo, genau. Und die nehmen wir nämlich mit. Die passt auf, dass die Kameraleute nicht totgetreten werden. Oder auch wir nicht, ne? Okay, ja. Erst auf mich, dann auf... Immer auf meine Chefin natürlich. Natürlich, immer auf die Chefin. Ich hab's nicht jeden Tag, dass ich auf ein Gehege komme und mich 7 Giraffen angucken, so von wegen, was willst du denn hier? Das ist der größte, über 5 Meter. Das ist der Stänker, oder? Ja, der Stänkermann. Aber er hat gemerkt, dass ich da bin, hat die Autorität gespürt und geht weg. Das ist schon gut. Aber wenn man die jetzt so hüpfen sieht, könnte man nicht denken, dass es 50 km/h werden können. Die können wirklich richtig schnell. Wir machen jetzt einmal die große Runde, um ganz sicher zu sein. Und nimmst bitte die Schubkarre. Okay, die große Runde. Ich komme euch hinterher. Eine Giraffe, Timo, kann übrigens mit einem Tritt dir den Kopf spalten. Joe, bei dir denken sie einfach nur, das ist ein Erdmännchen, wie immer. Ui, ist das einmal Kacki oder kommen die denn immer wieder hier? Das ist jetzt ein Haufen. Wenn die 24 Stunden hier auf der Anlage sind, dann haben wir 2 solcher Schubkarren voll. Ui. So mit so einem leichten Berg, nur die Mummeln. Und die kratzen wir hier alle so zusammen. Stell ich mich gut an? Nee. Ja, zeig mir mal, wie es richtig geht. So, jetzt ist der Haufen ja schon weg, such den eigenen. Wie lange braucht man hier, um das so krökelfrei zu machen? Also wenn wir die wirklich 24 Stunden draußen haben im Sommer, sind wir hier teilweise zu 4 drauf, was auch immer wunderschön ist. Und dann brauchen wir, wie lange brauchen wir? 1,5 Stunden, ne? Zu 4? 1,5, 2 Stunden. Ja. Okay. Mit Futter. Warum interessieren wir die gar nicht mehr? Hallo? Hast du mir gerade mit der Hake den kleinen einen so rübergeschnippt? Timo, guck mal, hier sieht man mal so einen Kötel. Das ist ein Giraffenkötel. Ich weiß, wir brauchen eine Kotprobe von einer Giraffe. Genau. So, und da würden wir... Es ist respekteinflößend. Ja, und jetzt nimmst du einfach hiervon ein Kegel bitte nur, weil wir suchen ja eine Sammelkotprobe. Ja. So, jetzt gehen wir zum nächsten Haufen. Guter Jahrgang, guter Jahrgang. Ja, genau. Und dann steckst du es mit dem Löffelchen einfach rein. Bitteschön. Und das geht jetzt zum Tierarzt. Und der guckt, ob alles okay ist bei der Gang. Okay, ja, für euch ein Blumenstrauß. Oh, geil. Hallo, aber wenn der Stänker kommt, renne ich weg. Ach, hoffentlich, der kommt, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht. Möchtest du noch mal? Ja, aber gerne. So, aber die anderen, Henry hat gar keinen Bock, wa? So. Geil. Das kann ich den ganzen Tag machen. Erinnert mich an Bella. So, dein Tag als Tierpfleger ist vorbei. Wie war's? Er war perfekt. Er wäre noch perfekter auch für die Zuschauer, wenn wir das Bison verlosen könnten. Das können wir nicht verlosen, aber du kannst Pate für das Waldbison werden. Ich bin jetzt schon Pate für einen Nacktmull, für den Typen, der nur rammeln darf. Nicht für die anderen, okay. Für den Guten. Ah, okay. Aber es gibt die Möglichkeit, für alle möglichen Tiere im Tierpark Pate zu werden. Da kannst du einfach die Website von uns auschecken. Die ist in der Videobeschreibung. Das heißt, entweder holt euch eine Jahreskarte, die kostet 55 Euro. Wenn ihr viermal kommt, habt ihr die schon drin. Wenn nicht, dann sind es 20 Euro mehr und ihr tut was Gutes. Oder ihr werdet Pate. Man kann eine Bank mieten, einen Baum oder auch Tiere. Mieten ist nicht richtig. Man wird einfach Pate. Die gehören nicht euch, weil, ey,
150.000 Euro circa werden hier jeden Tag im Tierpark und Zoo gebraucht, um dass alle Tiere einen vollen Bauch haben. Genau, und mit der Patenschaft unterstützt du halt nicht nur, dass die Tiere was zu essen haben, sondern du gibst halt auch den Tierrevieren die Möglichkeit, daraus Tierbeschäftigung zu basteln und den Alltag der Tiere ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Also das ist ganz, ganz wichtig für uns. Wenn ihr denkt, klar, Giraffenkökel aufsammeln macht nicht so einen Spaß, aber die füttern ja. Ey, 4 Leerstellen gibt es im Tierpark jedes Jahr, Link ist in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Tierpfleger seid und sagt, ey, ich will mal in eine neue Stadt, Tierpark Berlin oder Zoo, alles in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Und ihr schreibt jetzt Bison in die Kommentare und könnt dieses Bison gewinnen. Nein, könnt ihr nicht, aber schreibt Bison in die Kommentare. Wie wird ein Bison geschrieben? B-I-S-O-N. Ach, so einfach. Okay, ja. Tschüss. Jetzt sind wir gleich bei einer Gala. Karl, machst du das nach Gefühl oder hast du da irgendwo eine Rückfahrkamera? Ich orientiere mich an deiner hässlichen Stimme.